Mein Name ist Urchandise, ihr seid hier bei splashmag.tv. Am 1.6. kommt mein Album Uppercut, unbedingt besorgen. Peace. Heute das Splash Magazin mit Urchandise. Hallo. Na? Na? Das Para sagt, deutsche Rapper sind blind wie Vaterstaat. Wir sind ignorant im Scheiß ausgeliefert wie ein Marterfall. Erzähl mir nicht von deiner harten Gang. Und die Breitling an deinem Handgelenk ist fake. Du bist doch weiß wie Uncle Benz. Erzähl's von Packs und Kilos, Tech-9s und Hubschraubern. Urchandise Daywalker, Blade für euch Blutsauger. Was erzählt ihr unserer Jugend? Ich gratuliere dir erstmal ganz dolle nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön, vielen Dank. Du hattest gar keine Zeit zu feiern, oder? Nee, ich war auf Promotour, beziehungsweise bin immer noch auf Promotour. Man darf ja seine Wünsche nicht verraten, weil sie dann nicht in Erfüllung gehen. Aber so allgemein gesprochen, abseits vom Geburtstag, was wäre dein Wunsch für dieses Jahr? Du kommst mit neuem Album? Ja, genau. Meine musikalischen Wünsche, klar, liegen auf der Hand. Rappen, durchdrehen, gutes Album abliefern, Leute, die das kaufen und es zu Tode feiern. Das ist ein guter Wunsch auf jeden Fall. Ein großer Wunsch, aber ein guter Wunsch. Ich habe mir gedacht, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Okay. ABS. Das arme Pferd. ABS, ja, ABS, meine Crew. Wir haben uns nie aufgelöst, uns gibt es immer noch. Und wir machen von Zeit zu Zeit immer noch Musik und natürlich wünschenswert wäre natürlich ein Album in nächster Zeit. Ich glaube, das wünschen sich ganz, ganz viele, auch die ehemaligen Fans und noch immer vorhandenen Fans. Ihr habt ja auch angedeutet, es kommt was, aber man kann es nicht konkretisieren? Absolut, also es wäre zu weit gegriffen, da schon eine bestimmte Zeit zu nennen, aber es wird absolut definitiv hundertprozentig noch ein Album kommen, hundertprozentig. Sehr gut. Ihr habt damals mit Kinderspiel leichter getan als gesagt einen ganz schön krassen Erfolg gefeiert, muss man sagen. Es gab eine Chartplatzierung, wenn ich mich recht erinnere. Wie betrachtet man das aus heutiger Sicht, frage ich mich immer. War es früher einfacher? War es früher eine coolere Zeit für Rap? War es leichter? Nee, im Gegenteil. Also erstmal, es war grundsätzlich sehr viel schwieriger. Ja? Es war schwieriger, ein Studio zu finden. Es war schwieriger, Beats oder Leute zu finden, die Beats machen. Es war ein ganz, ganz harter Eselsweg, den man gehen musste, um überhaupt eine 12-Inch releasen zu können. Ja, also wir haben 97 oder 98 unsere erste 12-Inch rausgebracht, damals über Uproc Records. Und der Weg dahin, der war steinig und hart, auf jeden Fall. Und bis zum Album, das hat sich da war wirklich sehr viel Geduld, sehr viel Nerven gefragt, aber wir haben es sehr gut bewältigt und haben natürlich aus heutiger Sicht einen Rap-Meilenstein produziert, ja, was mir nie wirklich, also die Jahre danach nie wirklich bewusst war, aber gerade jetzt, ich meine, das Album ist vor über 11 Jahren rausgekommen, überleg dir das mal, und mich sprechen immer noch so viele Leute drauf an, auch Leute, die damals vielleicht erst 11, 12 Jahre alt waren, ja, also ich merke das schon, gerade in den Interviews, gerade wenn ich mal bei irgendeiner öffentlichen Veranstaltung bin, es muss nicht mal eine Hip-Hop-Veranstaltung sein. Es kommen ganz normale Leute auf mich zu und fragen mich, was mit einem nächsten ABS-Album ist. Ja? Glaubst du realistisch gesehen, dass man an so einen Erfolg nochmal anknüpfen kann? Mit ABS? Ich denke schon, auf jeden Fall. Ich meine, jede Epoche hat sein spezielles Etwas. Ja, damals war es halt wirklich diese eingeschworene Gemeinde im Ruhrgebiet, die, ich meine, wir sind ja nicht von der ersten Generation des Ruhrpott-Raps gewesen. Wir waren ganz deutlich die zweite Generation. Und damals gab es halt diesen Wandel, beziehungsweise wir haben neben Kreuzeln Jakob, neben On and On und neben so vielen anderen Profan 78, Inferno etc. pp. Es gibt so viele befreundete, gute Rapper, mit denen wir eben die zweite Generation des Ruhrpott-Raps quasi gegründet haben. Und jede Zeit hat seinen eigenen Zauber und ich denke, wenn heutzutage, also in einem Jahr oder in zwei Jahren ein ABS-Album kommt, werden wir uns natürlich bestimmten Dingen angepasst haben, was die Produktionsweisen angeht, was auch unsere Weiterentwicklung als Rapper, als Musiker an sich angeht.
Wir werden jetzt natürlich nicht mit irgendwelchen Sinti-lastigen Beats um die Ecke kommen und plötzlich Gangster-Rap machen oder uns selbst auf die Schippe nehmen. Wir werden schon das machen, was wir auch immer gemacht haben. Ja? Und ich angepasst auf 2012 fortfolgende. Und ich denke, wir beherrschen unser Handwerk. Wir werden schon was Gutes hinkriegen. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen, Ruhrpott mit Too Strong wart ihr damals auch ziemlich unterwegs. Es gab die Frage im Internet, der Falk hat ja Gott sei Dank bei Facebook die Fragerunde für die Fans eröffnet und ich habe es mir mal durchgelesen. Und es gab die Frage, ob es denn, weil du deine frühere Zeit war eher auch Graffiti geprägt, ob es denn eine Wand gibt mit Atom One? Irgendwann. Es gibt eine. Es gibt 3 Stück. Ich glaube 3. 3 oder 4. Ich war auch sehr oft dabei und habe einen anderen Job erledigt, ja, während gemalt wurde. Okay. Die Leute sollen mal suchen, auf jeden Fall, würde ich sagen. Nee, ich habe natürlich Atom One. Ist unabhängig davon, dass das... dass der lange auch rapmäßig lange Zeit mein Vorbild war und einfach eine Galionsfigur im Ruhrgebiet. Ich bin halt riesen Fan von Atom One gewesen, ja. Also unabhängig davon, auch in einer Zeit, in der ich diese beiden Charaktere nicht zusammenführen konnte, weil mir einfach das Wissen gefehlt hat. Daywalker, ich renn im Dunkeln mit nem Turban durch die Gegend, spuck den Burst und MCs, renn im Dschungel um mir Leben, mein Gesicht bedeckt, die Wolken werfen Schatten, wenn ich rede, du Klau. Du hast den Titel gerade gelüftet sozusagen, Uppercut kommt raus Anfang Juni, am 1. Juni. Genau. Das Release? Ja. Du hast es gerade angesprochen, viele denken, das soll wieder in dieselbe Richtung gehen, das machst du nicht, hast gerade erklärt, wieso. Kannst du sonst was sagen? Du warst zwischenzeitlich bei Optik, du hast Savage kennengelernt. Wie prägt auch so eine Begegnung mit dem King of Rap? Wie viel nimmt man sich da mit? Wie viel nimmt man sich auch technisch und stilmäßig an? Das ist ja auch immer, ist ein schmaler Grat. Absolut, klar. Ich meine, dadurch, dass ich ja auch vor Optik schon lange gerappt habe und auch mein Standing hatte. Klar, ich war jetzt keine, ich galt jetzt nicht als Deutsch-Rap-Ikone, aber wie gesagt, damals war ich ja auch schon einer von den Guten. Ja, und man entwickelt sich ja weiter. Ich meine, in der Musik genauso wie im Leben, der Weg ist das Ziel. Ja? Abgedroschener Spruch, und ich benutze solche Sprüche ungern, aber es ist tatsächlich so. Und wenn man mit Rappern von einem Kaliber, von Savage oder mit einem Armageddon oder auch mit Kaputt und mit den ganzen Rappern, mit denen wir eben Musik gemacht haben, wenn man mit denen in einem Raum sitzt, ja, in einem Studio sitzt und gemeinsam an einem Track arbeitet, die Energie, die ist zu spüren, ja, die ist zu sehen, und da nimmt man sich natürlich sehr viel an und man erreicht automatisch die nächste Stufe. Du hast es gerade angesprochen, Optik Crew, hast aber in der Vergangenheit gesprochen. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr nochmal was macht? Wir machen ja. Nee, also als Optik Crew, als Album, nee, das ist nicht geplant. Aber wir machen ja unabhängig davon auch noch weiter Musik. Ich meine, Amar ist mit auf meinem Album, Savage ist mit auf meinem Album, und ich bin auch immer wieder gern gesehene Gäste, gern gesehener Gast auf deren Alben, und wir brauchen diese Crew-Struktur nicht, um gemeinsam Musik zu machen oder um befreundet zu sein. So, es war ein Zeitabschnitt, ja, in der wir auch als Crew agiert haben und unterwegs waren, aber das brauchen wir nicht mehr. Du hast gerade gesagt, es sind die einzigen 2 Features auf Uppercut, Amar und Savage. Und da lag dir schon viel dran, oder? Die auch mit ins Boot zu holen? Absolut. Das sind meine Lieblingsrapper und sind noch gleichzeitig mit mir befreundet. Was gibt's schöner? Ansonsten können wir mal zum Producing kommen, weil da sind ein paar Namen auch zu nennen. Absolut. Produzenten, Creme de la Creme Deutschlands. Natürlich zählen da noch andere hinzu, aber mit denen werde ich auf dem nächsten Album dann hoffentlich was machen. Aber auf diesem Album vertreten der fabelhafte Monroe, Dirty Desmo und Jamil, 2 Produzenten, mit denen ich vorher zum Beispiel noch nie was gemacht habe, von denen ich auch vorher gar nichts kannte, aber unglaubliche Beats. Drumkits, super Beats, mit denen habe ich vorher auch noch nichts gemacht.
aber die gehören ganz normal für mich zur Elite Deutschlands. G-Futuristic, über den muss man nicht großartig was sagen. An dieser Stelle auch nochmal ein Riesendank an G-Futuristic, dass es geklappt hat. Aslan Beats aus Stuttgart, unfassbarer Produzent. Wen gibt es da noch? Beethovens. Ja, da muss man auch nichts zu sagen. So, das ist einfach, ich habe mit, außer mit Monroe habe ich noch mit keinem der Produzenten vorher schon gearbeitet und bin froh, dass es mal dazu gekommen ist. Super. Das ist schön. Kommen wir mal abseits vom Album nochmal zur Frage, Studium beendet, erfolgreich. Ja, aber schon vor 6 Jahren. Ja. Was machst du, warum war das für dich wichtig, das zu machen? Eher für aus Wunsch heraus oder dachtest du dir, ey, das muss gerade auch mit der Labelgründung und allem, war das dann Wirtschaftswissenschaften, war es unumgänglich? Nee, ich habe jetzt nicht studiert, um im Musikbereich den Finanzsektor beherrschen zu können, überhaupt nicht. Das war eine logische Konsequenz aus meinem normalen Werdegang, so, weißt du? Also ich war jetzt nie der Mensch, der sich limitiert hat auf nur eine Sache. Nicht, weil ich immer ein doppeltes Auffangnetz brauche, sondern weil ich weiß, dass ich alles machen kann, wenn ich nur dran glaube und Lust drauf habe, ja, und hart genug und diszipliniert dafür arbeite. Und das eine schließt das andere nicht aus. Hätte ich gemerkt, dass es mit dem Studium nichts bringt oder ich nur mit mittelmäßigem Erfolg abgeschlossen hätte, dann hätte ich es auch sein gelassen. Ja, aber ich weiß, was ich kann. Ich weiß, dass ich ein Arbeitstier bin, ohne mich selbst so zu verausgaben, dass ich mich in irgendeiner Materie selbst verliere. Ich bin halt, ja, was das angeht, sehr einfach strukturiert. Ich sehe mein Ziel und ich tue einfach alles, um es zu erreichen. Alles, was in meiner Macht liegt. Und beim Studium ist es Lernen, ja, und bei Musik ist es Üben, bei Sport ist es Trainieren und so weiter und so fort. Und es gibt nichts, was mich limitiert. Und gerade das Feedback, was ich auch von außen gekriegt habe über die ganzen Jahre, dass dann irgendwelche ganz klugen Musikmanager kamen und meinten, ja, du musst dich jetzt entscheiden, der Weg oder dieser. Und da habe ich echt immer mit dem Kopf geschüttelt, ja. Ich meine, so einem 18-, 19-Jährigen ist auch schnell mal irgendwas erzählt, was er dann auch glaubt. Und so war ich nie. Ich habe eher immer nur mir geglaubt. Eine gute Aussage. Mann mit sehr authentischem Anspruch. ich habe es gerade schon angesprochen, diese Labelgeschichte. Was geht mit Assassin? Wie bewegt sich's dort? Was macht auch, was mich immer stark interessiert, was macht Lackmann? Weil das ist auch nur so ein Typ, der unglaublich gefeiert wird. Also Lackmann gehört auf jeden Fall auch zu meinen Lieblingsrapper. Lackmann ist ein straighter Rapper und der verdient meinen allergrößten Respekt. Und Luckys Musik hat mich natürlich auch geprägt. Also ich kann ihm nur allergrößte Liebe entgegenbringen, ja. No homo. Und Assassin gibt's nicht mehr. Ich habe 2 CDs released und irgendwann war es an der Zeit, weiterzuziehen, beziehungsweise ich konnte nicht mehr so viel Zeit investieren und musste mich aufs Wesentliche konzentrieren und etwas halbherzig fortzuführen. Das bringt einfach nichts. Ja, und dann habe ich es gecuttet, beziehungsweise es ist auch mehr oder weniger im Sande verlaufen, sagen wir es mal so. Daran waren nicht die anderen schuld, daran war ich nicht schuld, daran war einfach das Gesamtding schuld. Ja, so, man hat einfach nicht seine Energien gebündelt und vielleicht ist die Vision auch irgendwo verloren gegangen. Und was anstechen? Ich ramm deutschen Rap nen Flock ins Herz, verwandel dein Viertel hier in ein Brunchbecken. Joe Pesci-Style, Nicky Santoro, Pump-Action. Dein Release geht vom Vertrieb direkt in die Ramschecke. Und? Hat es sich für die Spinner gelohnt zu fronten? Du bist das Fähnchen im Wind, doch keiner will dich. Hast alles versucht, von lustig bis ernst zu klingen. Mein Tipp, bevor du vom Dreier springst, Junge, lehr zu schreien. Dann jetzt erstmal Uppercut und dann können aber die Fans schon gespannt sein. Urchandise dann mit bald noch einer größeren Botschaft als Uppercut. Absolut, klar. Ich meine, wie gesagt, das ist ein Release, ja, und dieses Release schließt das nächste Jahr nicht aus. Ich kann ja hier 10, 11 Battle-Songs machen, die nach vorne gehen und den einen oder anderen Rapper ein bisschen ärgern, dadurch, dass ich halt gute Musik mache und krasse Texte habe und unfassbare Beats mir zur Verfügung gestellt werden. Und auf dem nächsten Album kann ich trotzdem noch die Themenvielfalt bringen, ja. Und ich bin einer, der auch wirklich deep Songs schreiben kann, weil es Herzensangelegenheit ist. Meine Musik kommt in erster Linie aus dem Herzen. Und
bei Uppercut ist es so, dass ich da einfach diese Energie, diese, ja, Wut will ich nicht sagen, aber schon diese geballte Energie nach vorne bringen möchte, ohne frustrierte Musik zu machen. Einfach dieses, das, was die Beats mir geliefert haben, das, was mein Gefühl mir gesagt hat, nach vorne zu boxen. So. Und das Gleiche werde ich auf meinem nächsten Album mit Sicherheit auch teilweise machen, weil ich bin ein Battle-Rapper. Ja, ich möchte durch Songs, durch meinen Humor, durch Techniken, durch bestimmte Reime überzeugen und im Zusammenspiel mit der Musik wirklich ein rundes Bild nach außen liefern. Aber ich werde mit Sicherheit auch nochmal deepe Songs machen und inhaltsschwangere Texte schreiben. Ja. Wir können also gespannt sein. Man sollte dich auf dem Schirm haben, man sollte es verfolgen, auch noch vor dem 1. Juni. Vielleicht zum Abschluss, du hast auf Twitter geschrieben, Twitter, es kommt alles anders, als man denkt. Wieso? Weil es so ist. Ja, das ist jetzt nicht der Leitfaden meines Lebens. Ja, aber ich bin immer auf alles gefasst. Ich unterschätze die Leute nicht. Ja, nicht mehr. Früher habe ich schon oft dazu geneigt, sei es in der Musik, aber sei es auch im privaten Leben, Menschen eher zu übersehen, ja, ohne jetzt arrogant zu sein oder so. Aber bestimmte Sachen einfach auszublenden, weil die einfach nicht in mein Bild gepasst haben. Mittlerweile, ja, man wird älter, man wird reifer, man lernt stetig dazu und das ganze Leben ist eine Schule, ja, in der man halt dafür sorgen sollte, versetzt zu werden. Und ich nehme alles so, wie es ist und versuche, mein Bestes dazu beizusteuern, dass das alles so wird, wie ich es mir vorstelle. Wir wünschen dir auf jeden Fall alles Gute. Wir sind gespannt und Uppercut.